In der Spülküche wurden 3 FTNI-Bandspülmaschinen installiert. Hinzu kommt eine Wagenwaschanlage, die bis zu 40 Wagen in der Stunde spülen und trocknen kann. Am Auslauf der Maschine gibt es eine doppelte Tablettabstapelung. Also spannend an diesem Projekt war tatsächlich die große Menge an Spültechnik im Zusammenhang mit der Fördertechnik, mit der Nassmüllanlage, dass hier eine hochkomplexe Anlage ineinander greifen musste, die letztlich auch ein perfektes Spülergebnis für die Patienten an der Universitätsmedizin in Mannheim auch erzeugen. Eine besondere Herausforderung war sicherlich auch, dass wir das Ganze in laufendem Betrieb machen mussten, während ein Teil der Küche in der Küchenfläche hier auch im Betrieb war und wir auf die Belange der Küchenleitung dann entsprechend auch eingehen mussten und das so darstellen mussten, dass es auch für alle funktioniert, für alle Beteiligten und die Patienten auch während der Sanierungszeit noch weiterhin täglich 3-mal ihr Essen bekommen, aufgespültem Geschirr. Besonders hervorzuheben wäre an diesem Projekt auch die besondere reibungslose Zusammenarbeit zwischen Planungsbeteiligten auf der einen Seite, zwischen dem Bauherrn und seiner Technikmannschaft und letztlich auch der Firma Hobart, die hier die komplette Spültechnik geliefert hat, on time, die auch funktioniert und die letztlich jetzt auch dafür sorgt, dass wir hier wieder sauberes Geschirr, gespültes Geschirr in der richtigen Zeit zur Verfügung haben. Das ganze Projekt hat uns circa 1¾ Jahre beschäftigt und wir haben tatsächlich es geschafft, innerhalb von einem halben Jahr die Spültechnik auszuschreiben, die Lieferung zu avisieren und dann auch die Montage und die Inbetriebnahme hinzubekommen.